Ich habe ihn nicht ganz fertig bekommen, weil ich die letzten zwei Wochen jeden Tag Deutschunterricht gegeben habe für Flüchtlinge. Und ja, es ist auf jeden Fall wichtiger als dieser neue Song. Und mich macht das so betroffen. Diese armen Menschen. Und ich schäme mich für mein Land. Wie man diesen Menschen begegnet. Mit wie viel Hass sie konfrontiert werden. Und der braune Mob, der wieder durch die Straßen zieht und die Flüchtlingsheime in Brand steckt. Und das ist so eine Schande für Deutschland. Und das ist so erschreckend. Und das macht mich unheimlich traurig. Und eigentlich war das jetzt überhaupt nicht geplant, dass ich hier losheule. Aber es berührt mich einfach zu tief. Und es ist unsere Pflicht als Friedensaktivisten, diesen Menschen mit Mitgefühl zu begegnen, mit Liebe und sie mit offenen Armen zu empfangen. Denn wir haben die Verantwortung dafür, dass diese Menschen fliehen müssen. Wir tragen die Verantwortung, weil wir mit unseren Steuern die Waffenexporte bezahlen. Wir sind schuld, dass Krieg gemacht wird in anderen Ländern, weil wir noch mitspielen in diesem System. Deswegen tragen wir jetzt die Verantwortung dafür und deswegen ist es in unserer Verantwortung, diese Menschen willkommen zu heißen und alles daran zu setzen, um ihnen den Aufenthalt hier so angenehm wie möglich zu machen. Sie haben Schreckliches erlebt. Ich gebe Deutschunterricht für Jugendliche und Kinder und was mir diese Menschen erzählt haben, das ist unglaublich, was sie durchmachen mussten. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist so schrecklich. Und wer weiß, vielleicht müssen wir auch eines Tages flüchten. Und damit es nicht dazu kommt, müssen wir weiter auf die Straße gehen für den Frieden und alles daran setzen, dass es keinen Krieg mehr gibt. Ich habe mit den Flüchtlingen letzte Woche Wir sind eins gesungen. Ich habe ihnen den Text beigebracht und sie haben den wirklich schnell gelernt. Und deswegen möchte ich jetzt, dass wir alle zusammen Wir sind eins singen. Für all die Menschen, die flüchten mussten und hier in den Unterkünften und Lagern leben müssen. Dass wir alle zusammen mit vielen Flüchtlingen singen. Mann, du kennst die Männer. Hey, Mann, das ist hier wachsen. Besessen von Geld. Der Ruf nach Freiheit und Demokratie ist gerade so wichtig, jetzt oder nie. Ich bin wie du und du bist wie ich. Wir sind alle Menschen aus demselben Holz geschnitzt. Wunder des Lebens, voll Energie. Wir werden was bewegen, jetzt oder nie. Nicht allein, ich höre euch gar nicht. Wir sind eins, für den Frieden vereint. Wir sind alle gleich und du bist nicht allein. Die Verbindung zwischen Himmel und Erde, glaube daran, wir versetzen Berge. Es ist die Zeit, jetzt das Blatt zu wenden. Zu beenden. Und wenn ihr auch kein Licht mehr seht, dann leitet euch das Herz den Weg. Sucht nicht im Außen, findet nach innen. Für den Frieden erheben wir unsere Stimmen. Wir alle. Wir sind eins. Es gibt nichts, das uns
schüchtern heute irgendwie, oder? Ich bin sicher, das kriegen wir noch viel lauter hin. Für diese Menschen, okay? Das ist unsere Aufgabe als Friedensaktivisten. Dankeschön. Viel Spaß heute. Danke dir, Maren. Danke für dein Engagement, was wirklich großartig ist. Und ich habe großen Respekt davor, was du alles tust, und ich habe großen Respekt davor, dass du immer noch fähig bist zu fühlen.